Willkommen, Mode Warships, Kevin, Charles Martel, da bist du und Hallo. wir, Let's Fantastique, wollen Stufe 10er Kleber freischalten und deswegen wir jetzt im 10er Match sind. Ja, gute Überleitung, Quatsch, gute Anmod und so und deswegen jetzt hier, wir fahren im 10er Match und ja. Wir haben bis jetzt noch gar kein Match gehabt, wo wir wirklich die höheren Tiere sind, ne? Eben 9er und auch wieder 9er. Das sieht man aber auch nur, wenn ich mit dir spiele. Alles klar, okay. Ich jetzt wieder auf. Tschüss. Ist echt gemein. Ich werde jetzt gleich drehen, bei einem Rückwärtsgang rein. Wenn jemand aufgedeckt wird, schieße ich und fahre weg. Das ist so ein Zehner-Match. Oh mein Gott. Was für eins? Ja, wow. Die Was denn? Yamato, die Montana, Yamato und so, die haben ja voll Glück einfach nur. Die haben ja Warum? nicht mal, also wir sind ja nicht mal Stufe 10er Zerstörer hier dabei. Das ist ja mal mega lächerlich. Alter, wie schnell bin ich eigentlich? Boah, hallo. Du da hinten. Ach, 53 Knoten. Komma Da 5. ist Nivula die Wurst, Zug. Ne Villa, Zugebliert. die Vlostok. Rauf da immer rein in die Olga, Alter. Wodka, Putin und so, ne? Darf ich nachballern? Gucken, wer viele gleich Leute auf mich ballern, wenn ich hier auf ihn anschieße. Yeah, Regen, Regen, wir mögen Regen. La 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 la. Ignoriere mich einfach, ich bin scheißegal. Ich bin scheißegal. Ich bin scheißegal. Oh nö, die Iowa ist auch hier. Armes Puh. Warum die Iowa ist so schlimm oder was? Die auf mich geschossen. Ich weiß ja nicht, was ich schlimmer finden würde, eine Iowa oder eine Montana oder eine Yamato. Weil eine Yamato penetriert dich von jeder Seite, egal wie du angewinkelt bist. Den Kreuzer, mich penetriert alles. Ja gut, ich würde dich jetzt nicht von überall klatschen können. Okay. Alles, was größer als Kreuzer ist. Okay, meine Torpedos würden dich übelst klatschen, das stimmt schon. Aber das Problem ist, du hast auch Torpedos und du könntest einfach die Torpedos nehmen und mir die an die Seite hauen. Komm, ich will noch so einmal brennst, Baby. Brenn bitte für mich! Kannst du mal brennen, Alter, Penner? Dankeschön. Oh, shit. Alter, wo bin ich denn hier ganz hinten schon, Alter? Oh, scheiße. Kann ich mal Teamwork bekommen? Alter! Franzosen-Idee ist, wenn du schon viel weiter hinten bist, als du dachtest. Oh, das ist nicht geil. Ah, das tut weh. Die sind alle so gemein zu mir. Ah, ich bin undetected, ihr Noobs. Was könnt ihr eigentlich jetzt Radar? Ich hab nichts gesagt. Okay, mein Speedboost ist auf Cooldown. Jetzt bin ich nicht mehr so geil schnell. Jetzt muss ich ein bisschen hier Party machen. Ich meine, chillen und so. Kannst du bitte einfach geradeaus weiterfahren? Das ist echt geil, danke. Boah, man ist immer so scharf drauf, weiter zu ballern, ne? Ich komme mal zurück, ne? Wartet mal da hinten, bitte. Oh nö. Boah, gut, dass der Friedrich nicht zielen kann. Ich glaube, meine Torpedos haben gar keine Reichweite, dass die da überhaupt treffen würden, selbst wenn er jetzt stehen bleibt, oder? Was? Nee, die hätten nicht mal Reichweite gehabt. Boah. Also die hätten jedenfalls 10 Kilometer geben können dem Scheiß hier, ey. Oder 9, das wäre schon gut gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh nein, im Detect. Ich muss mal die Iowa wieder einholen, ne? Ich bin wieder weg. Tschüss. Ich wollte mich nur eben kurz versichern, dass mein Team noch hier da hinten existiert, weil so weit kann ich nicht sehen eigentlich. Ich bin kleiner. Ich habe keinen guten Ausguck hier auf diesem kleinen Schiffchen. Iowa, lösch dich doch mal. Ja, erstes Feuer ist weg. Das gleiche
Das nächste kommt gleich, aber. Ja, ich will nicht sowas von aufs Korn nehmen, Mann. Warst du ihn denn nicht die ganze Zeit, Mann? Wen? Die Alba. Nee. Nein? Schade. Meine Torpedos, die niemals. Ah, ich werde neu, bitte nicht! Ja, Feuer, Baby, brenne! Oh, Baby, warum löscht du das, Mann? Schießt jemand auf dich? Nein. Alles safe. Alles super duper. Wie schnell hat der denn bitte nachgeladen? Willst du mich verarschen? Ja, das ist. Gegen was schießt du denn gerade, Mann? Ah, war nicht der Friedrich, der geschossen hat, das war eine Cleveland. Ja, siehst du, Alter. Waren wir direkt hinter ihm. Das Ding. Also, ich muss sagen, ich hätte schon nichts dagegen, wenn der Schiff hier ein bisschen mehr Nachladezeit hat, ey. Ein bisschen weniger. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ein bisschen weniger auf mich schießen würde, ja. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich unsterblich wäre und einfach die ganze Zeit hier reinfahren könnte und ihn wegballern. Einfach alles abprallt. Das wäre schon ein bisschen Hacking, wenn man auf einmal hier Zerstörer überall durchfährt, alles wegtorpediert und einfach überall nur Abpraller kommen. Oder Durchschläge, die keinen Schaden machen oder so, weißt du? Das wollen wir ja nicht, ne? Ne. Das wäre gemein. So, ich habe keinen Bock mehr zu ballern, du gehst mir da ein bisschen zu weit weg hinten. Ich komme erstmal wieder näher zu dir, Schnucki, und muss mal ein bisschen Richtung A fahren, weil ich möchte cappen, denn das wäre mal schlau, weil keine andere Sau tut es ja. Ja, jetzt schießt er mit deinem Arsch, du wirst nicht jetzt Schaden. Oh, nein. Okay. Oh, was schießt denn da noch? Ach, die sind rechts schon komplett durch. Ich dachte eigentlich, toll. Was findest du schön? Hast du gesoffen? Full Life Richelieu, Half-Life Sandra, Marsch der Welt. So macht das Spiel Spaß. Vladivostok halt an. Ich glaube, da haben wir eine unterschiedliche Meinung von Spaß. Und theoretisch könnte ich ja auch übelst geil jetzt einfach abbremsen gleich, wenn mein Motorbus weg ist und er schießen will. Weil ich sehe schon seine Türme richtig scharf auf mich gucken, ey. Wenn er überhaupt auf mich guckt gerade. Ja, er schießt auf den Friedrich. Ah ne, du bist gerade bei jemand anders, hoppala. Ne, ich kann auf den Friedrich jetzt ballern. Ne, der andere Friedrich, der Chip. Nee, gar nicht. Warte. Hä? Moment. Nein, ich war gerade bei einem ganz anderen Kampf geschehen. Don't do it! Oh Gott! Gott, ich hab mich schon tot gesehen. Nicht in die Reichweite seiner Artillerie kommen, das wird wege tun. Weißt du, was ich geil finde? Hm? Also diese Schiffe kann man halt einfach einen Fick auf die Cleveland und so geben, weißt du wieso? Weil die mit ihren Lappenkanonen einfach niemals auf diese Reichweite nicht treffen würden mit ihrem... Ja. Kack, ey. Also die Schüsse einfach viel zu lange brauchen, bis die mal das Ziel treffen. Aber er trifft wie Schein, oder? Ist das so eine Cleveland? Ich glaube, keine Ahnung. Ja, das ist eine die New Orleans, Alter. Hä, ja, das war eine Cleveland, oder nicht? Das brennt für mich, du geile Sau da hinten. So, ich cappe jetzt. Yay! Huhu, Party! Ich gehe in den Hafen. Bist du tot? Ja. Ach du meine Güte! Ja, weil unser Team es nicht geschissen bekommen hat, irgendeine Seite mal zu deffen und ein Full Life Richelieu sich einfach verpisst. Ne, ich werde jetzt hier cappen, das Spiel noch zu Ende führen und dann... geht halt schon. Fuck, wieso schieße ich eigentlich wieder? Ich habe einfach so einen Drang, die ganze Zeit zu ballern in diesem Schiff, von Witz. Oh, wow. Natürlich! Ich hätte nicht schießen sollen. Hä? Okay, never mind. Ich bin zu schnell für dich! Mimimimimi. Natürlich hat er jetzt da. Was ein Penner. Don't do it. Autsch. Er hat mir komplett ein Tor. Oh mein Gott. Er hat mir komplett ein Turm weggeballert. Ich könnte kotzen. Ja. Egal, ich trage meinen Teil dazu bei. Dritte Runde in diesem Schiff und es läuft ganz gut. Die ersten Runde waren halt echt scheiße und die ist eigentlich ganz okay. Wir verlieren da trotzdem, es ist echt lächerlich wieder, ne?
Was soll ich als kleiner Pubo-Zerstörer schon mal gegen machen? Ich meine, ich kann ja nichts machen. Außer ballern. Das ist das Einzige, was ich beherrsche. Jetzt weiß ich, was ich noch brauchte auf diesen Schiffen. IFG wäre echt gut. Weil ohne Scheiß, ich komme halt sonst nicht durch die Panzerung durch von denen. Ach lol, das war's schon. Oh, du Kacke. Haben wir keine Punkte bekommen mehr, oder was? Nö. 82k, ich habe so viel getan, wie ich konnte, Mann. Erster, yeah! Wow, Alter, die Feinde haben ein Schiff verloren und wir haben einfach... Oh, Gott, ach du Scheiße, ey. Du bist sogar noch ganz schön weit oben dafür, dass du halt... Na, du bist halt genau in der Mitte sogar. Gut, das war's mit dieser Runde von der Le Fantastique. Der Kleber wird hoffentlich bald in meinem Hafen sein. Ich muss aber sagen, die Fantastique ist ganz geil. Also, ganz ehrlich, wenn du die Schiffe freispielen willst, kannst du es auf jeden Fall. Das ist echt geil. Können wir so Kleberdivision machen, das wird bestimmt richtig sexy, Mann. Mhm. Na gut, ansonsten war es das jetzt von dir und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Willst du Tschüss sagen? Tschüss.